Hallo, wir sind heute im Röntgen. Wir haben hier einen Patienten, der auf die Hand gefallen ist, wo wir nun nicht wissen, ist da was gebrochen, ist da alles in Ordnung. Der sitzt schon im Raum. Wir stellen hier an unserem Gerät die technischen Parameter ein, damit wir auch eine gut belichtete Aufnahme bekommen. Gehen zu unserem Patienten, der hier schon seitlich dran sitzt. Zum Strahlenschutz hat er eine Bleischürze an und wir positionieren jetzt die Hand so, dass alles den Kriterien entsprechend gut abgebildet ist. Wir wollen von oben, von den Fingerspitzen bis zum Handgelenk alles drauf haben. Mit unserem Lichtvisier können wir jetzt genau einstellen, wo später die Strahlung auftreffen soll. Überall, wo jetzt Licht ist, kommt nachher auch Röntgenstrahlung drauf. Im Moment ist hier noch keine. Und damit wir auch später ganz genau sehen können, dass das die rechte Hand ist, wird ein Bleibuchstabe hier aufgelegt, mit einem R, dass das genau dokumentiert ist. Jetzt sagen wir dem Patienten, er soll weggucken und stillhalten. Wir lösen aus. Und bevor wir jetzt auslösen, machen wir hier die Tür zu, um uns selber vor Strahlung zu schützen. Jetzt wird hier ausgelöst. Dann wird das Bild ausgelesen. Und wenn es ausgelesen ist, haben wir hier auf unserem digitalen Monitor das Bild der rechten Hand und werden dann anschließend auch noch eine Schrägaufnahme machen.